Begegnung mit mir auf das Lied Happy des US-amerikanischen Sängers, Rappers, Songwriters und Musikproduzenten Pharrell Williams. Und im Anschluss daran darf ich Bezirksparteiobmann Martin Schuster und die Grußworte der Landeshauptfrau. Sehr geehrten Damen und Herren, man weiß, das Jahr ist so richtig in Fahrt gekommen, wenn wir uns hier in Mödling zum Neujahrsempfang der Volkspartei der Stadtgemeinde Mödling zusammenfinden. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Bei dir, sehr geehrter Herr Bürgermeister, auf alle Fest- und Ehrengäste, geschätzter Herr Klubobmann, lieber Gust, Exzellenz, alle sehr herzlich begrüßen. Und es ist natürlich ein wirklich wunderschöner Tag vom Wetter her. Aber ich glaube auch vom Anlass her, ich habe heute dafür ein paar Zeitungen gelesen, wenn man diese sich zu Gemüte führt, könnte man glauben, auch in Österreich leben wir in einem Land, wo alles im Argen liegt, wo nichts mehr funktioniert, wo Grund für Depression wäre. Und jetzt bin ich hierher gefahren durch eigentlich blühende Gemeinden, nicht nur des Wetters wegen, sondern deshalb, weil unglaublich viel Positives, gerade auch in letzten Jahren, im letzten Jahr gelungen ist, passiert ist, nicht zuletzt auch hier in der Stadt Mödling, wo viele gutwillige Menschen zusammenarbeiten und zusammengearbeitet haben, um, wie ich glaube, wirklich ein funktionierendes, schönes Gemeinwesen,
eine wirklich lebenswerte Stadt, eine lebenswerte Region zusammenzustande zu bringen. Und auch wenn wir Grund zur Sorge haben, wie es in unserer Welt weitergeht, haben wir aber, glaube ich, auch wirklichen Grund zur Freude, dass wir in Österreich leben dürfen, dass wir in diesem wunderschönen Bezirk Mödling leben dürfen und die meisten, die heute anwesend sind, auch in dieser wirklich ausgezeichneten Stadt Mödling zu Hause sein können. Diese Dankbarkeit dürfen wir nicht vergessen und bei vielem, was es immer zu kritisieren gibt, dass es auch sehr viel Gutes in unserer Umgebung gibt und dafür, das ist ja nicht selbstverständlich, möchte ich allen, die egal in welcher Funktion, dazu beitragen, dass dieses möglich wird, heute am Beginn dieses Jahres 2024 ganz herzlich Danke sagen. Habe auch die große Ehre, in meiner Eigenschaft als Bezirksparteiobmann heute auch die Grüße und besten Wünsche für ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2024 von unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu überbringen. Und wenn ich schon an Bord bin, dann darf ich aber eines am heutigen Tag auch nicht verabsäumen, meinem Bürgermeister und meinem langjährigen Freund Hans-Stefan Hintner im Vorhinein darf er nicht gratulieren oder zumindest ankündigen, dass er einen runden Geburtstag vor sich hat, was er ja wohl wissen wird. Aber mich sehr freue, dass er das in voller Schaffenskraft, sowohl als Abgeordneter als auch als Bürgermeister und auch wirklich bei bester Gesundheit und wirklich in einer sehr, sehr guten Lebensphase verbringen kann. Ich wünsche dir jetzt schon alles Gute. Wir werden vielleicht noch Gelegenheit haben, es auch anders und wertig zu feiern. Aber an einem Tag wie heute darf das nicht unerwähnt bleiben. Alles, alles Gute, nicht nur dem zukünftigen Jubilar, sondern Ihnen allen für ein erfolgreiches, gesundes und wirklich gelungenes Jahr 2024. Alles Gute. Geschätzter Herr Bürgermeister, lieber Hans-Stefan, wie jedes Jahr warten wir schon mit großer Spannung auf deinen Jahresrückblick, auf deine Vorschau, auf das neue Jahr. Und ich darf dich nun ganz herzlich um deine Ansprache bitten. Sehr geehrte Ehren- und Festgäste, die Mödlinger Volkspartei ist die Umwelt- und Naturschutzbewegung in unserer Stadt. Seit 2020 haben wir 700 neue Bäume gepflanzt, zusätzlich 550 Ersatzpflanzungen vorgenommen. 2023 haben wir alleine 250 Bäume und 1200 Sträucher gesetzt. Viele reden, wir tun etwas, wir sind dankbar dafür und ich sage Danke Leo Lehner und unsere Mitarbeiterinnen im Wirtschaftshof. Schauen wir, was 2023 weitergegangen ist, beziehungsweise, was wir so schön neudeutsch heißen, der Pipeline ist. Zum einen haben wir geschafft, in kürzester Zeit einen wunderbaren neuen Kindergarten in der Quellstraße zu errichten. Dieser Kindergarten, der auch unserer Kleinkinderoffensive dient, die in Niederösterreich im vergangenen Jahr ausgerufen wurde. Und wie ich höre, sind die Zahlen sehr, sehr bestechend, dass dieses Kindergarten und dieses Angebot angenommen wird. Liebe Roswitha Ziegler, als zuständige Stadträtin, darf ich dir ebenfalls recht herzlich danken für dieses tolle Engagement. Und in der Quellstraße ist dieser Kindergarten da und wir freuen uns, dass du diese Qualität besitzt. Herzlichen Dank dafür.
Wir haben ein Projekt in der Gabrielstraße, das uns schon längere Zeit beschäftigt. Der Ferdinand Rubel hört da aufmerksam zu. Und zwar ist es die Halle, die Leinerhalle am ehemaligen Leinerareal, kann man sagen, wo wir es endlich geschafft haben, diese in den Besitz der Stadtgemeinde Mödling zu nehmen. Und es gibt hier einen privaten Investor, den Magister Asmus, der schon seinerzeit die Anker-Grundfabrik gekauft hat und hier einiges an Start-ups errichtet hat, aber auch was kulturelle Belange anbelangt. Wir sind jetzt damit kurz davor, die notwendigen Unterschriften zu leisten, und er wird hier mit zwei anderen Investoren aus eigener Kraft auch eine kulturelle Einrichtung in Mödling, im Zentrum unserer Stadt, hier machen. Und damit wir eine Vorstellung haben von der Dimension, fast 500 Plätze, ein Theater, Büros werden dort entstehen. Und ich freue mich, dass diese private Initiative dort Platz gegriffen hat. Es freut mich auch, dass hier einiges im Bereich des Wohnbaus, des geförderten Wohnbaus weitergegangen ist. Der Andreas Holzmann ist ja schon begrüßt worden, weil es ja vor allem die Mödlinger Genossenschaft ist, die ja einiges erreicht und erzielt hat. Wir konnten die Wohnungen überreichen und, aber das muss ich auch dazu sagen und für alle jene, die dem Bürgermeister Briefe schreiben, wir leben leider Gottes in einer Hochzinsphase zurzeit, und all das, was auch mit Darlehen finanziert wird, wird natürlich auch weitergegeben. Das ist nicht sehr angenehm, aber wir hoffen, dass spätestens zur Halbjahr dieses Jahres auch die Europäische Zentralbank wieder die Zinsen senkt, was natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat auf die Mieterinnen und Mieter. Das, was wir jedenfalls eröffnen werden können dort, ist der Park, der eine Menge Geld gekostet hat, lieber Herr Trubobmann, Martin Zeiner. Wir haben also das sehr, sehr verfolgt. Aber dieser Park, ebenfalls im Zentrum von Mödling, wird sämtliche Stücke spielen. Ebenfalls, was wir erreichen konnten, ist die Dachgleiche des Nahversorgers in der Technikerstraße, wo neben dem Nahversorger auch Gewerbe und Dienstleistungen Platz finden werden. Mödling, jetzt sage ich einmal mit Ausnahme jener, die am Eichkogel wohnen, wo es sicherlich mit dem Rad bergab schneller geht als bergauf, wenn man geht, in 10 Minuten, sobald dieser Nahversorger fertig ist, in 10 Minuten kann man, wenn man halbwegs gesund und bei Fuß ist, in Mödling einen Nahversorger erreichen. Zeigen Sie mir eine Stadt und zeigen Sie mir auch eine Ortschaft in der Umgebung der Shopping City Süd, 3,5 Kilometer, wo das möglich ist. Ein herzliches Dankeschön an jene, die sich hier engagiert haben, dass das möglich ist, ein Nahversorger in Mödling in 10 Minuten erreichbar. Es wird auch weitergehen im Bereich der alten Gendarmeriezentralschule. Hier werden weiter Stadtwillwohnungen, Grünanlagen entstehen, und ich darf noch einmal in Erinnerung bringen, ich werde dann später auch noch darauf zurückkommen, dass wir hier eine Bebauungsdichte von 25% haben. 25%. Etwas, was mich persönlich freut, ist, dass die Bautätigkeit am Bundeswehr-Gymnasium Keimgasse beendet wurde und die Eröffnung am 1. Februar stattfinden wird. Alle, die diese Schule kennen, die in diese Schule gegangen sind, können ein Lied von der Platzarmut singen. Ich selbst, das ist jetzt schon einige Wochen her, war seinerzeit, wie ich in die erste Klasse gegangen bin, schon Wanderklasse. Wie mein Sohn dann ins Gymnasium gekommen ist, konnten wir Eltern die Klassen ausmalen und die Farbe bereitstellen. Und mit 1. Februar heuer haben wir eine der modernsten Gymnasien Österreichs. Ich darf mich auch hier bei den Verantwortlichen recht, recht herzlich bedanken. Eine Geschichte, die uns bewegt und wo ich ein bisschen schmunzeln muss, ist die alte Tankstelle, die wir abgerissen haben. Sie kennen die alte Tankstelle Ecke Badstraße, Babenberger Gasse, wo es uns gelungen ist, einen Gemeinderatsbeschluss vor 2 Jahren umzusetzen. Warum haben wir es damals nicht gemacht? Weil wir ganz einfach ein Covid-Testzentrum gebraucht haben. Gott sei Dank hat das erstklassig funktioniert. Und jetzt, wo wir es nicht mehr gebraucht haben, haben wir gesagt, weg mit diesem Schandfleck. Es sind ja alle notwendigen Dinge auch mit der Bezirkshauptmannschaft ja schon vor 2 Jahren abgeschlossen worden.
Kaum war die Tankstelle weg, und ich werde das jetzt ein paar Mal so formulieren, wollte und hat die größte Oppositionspartei im Mödlinger Gemeinderat so quasi einen Wettbewerb intern ausgeschrieben, wie schnell und was man dort eigentlich verbauen könnte. Nicht als zwischenzeitliche Nutzung, was wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPÖ ins Auge gefasst haben, sondern etwas, was wir viel Geld in die Hand nehmen und gleich sagen, so, jetzt ist es weg, wir machen dort Beton, ohne zu wissen, was wir vielleicht in den nächsten paar Jahren dort brauchen. Ich habe das sehr bemerkenswert gefunden, dankenswerterweise von unserem City-Management, auch gemeinsam mit dem Stadtrat Gilli, der heute hier ist, haben wir seitens der Stadt auch zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen, aber in der Frage einer zwischenzeitlichen Nutzung. Und was mich als Bürgermeister besonders freut, ist, dass die Stimmen, die einmal sagen, bitte, einmal Hände weg von dem, lassen wir das Grün dort grün sein, pflanzen wir ein paar Bäume, aber Spielsachen vielleicht dorthin, und schauen wir uns noch an, was die nächste Herausforderung in der Entwicklung der Stadtgemeinde Mödling ist, dass dieser Vorschlag, diese Ideen, soweit ich weiß, einen großen Zuspruch haben. Danke recht herzlich dafür, für Ihre Arbeit. Und ich glaube, dieses Grün in der Stadt Mödling tut uns gut. Die größte Oppositionspartei, und warum sage ich das jetzt ein paar Mal, weil wir ein paar Umfragen gemacht haben, wofür steht die Mödlinger Volkspartei, wofür stehen andere, und da konnte ich teilweise nur den Kopf schütteln, was mit wem verbunden wird, weil die größte Oppositionspartei steht in vielen Dingen weder für Naturschutz noch Kampf gegen die Versiegelung, siehe alte Tankstelle, noch für faire Verteilung des Verkehrs. Ein paar Beispiele gefällig. Frienschwitz. Es ist so, dass wir in der Stadtgemeinde Mödling sogenannte gegliederte Verwaltung haben. Also sehr geehrte Damen und Herren, es passiert nicht alles, was der Bürgermeister will. Und es ist nicht so, dass der Bürgermeister letztendlich die letzte Geschmacksbehörde der Stadt ist. Manche sagen leider, manche sagen Gott sei Dank. Aber es ist so. Folgedessen kommen Planungen, Wettbewerbe. Und ich darf mich ebenfalls wieder bei der Stadtgärtnerei bedanken. Das Grün am Fliegenspitz ist einmalig gelungen. Über die Frage des Kunstwerkes, das eigentlich ein Kinderspielgerät ist, das sind diese zwei Balken, diejenigen, die den Fliegenspitz jetzt in dieser Art kennen, wo auch noch ein Gebrauchsbrunnen ist, mit einer relativ großen, für mich versiegelten Fläche, die allerdings wasserdurchlässig ist, über das kann man sich schon streiten, ob das der Weisheit letzter Schluss in der Frage einer Gestaltung ist. Oder wenn wir orthodox politisch werden, wenn es darum geht, Verkehr den Radeln, und ich bin ein begeisterter Freizeitradfahrer, aber kein Kampfradfahrer, schauen wir uns die Schwester Restitutergasse an, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben da vom Krankenhaus einen kombinierten Geh- und Fahrradweg von 300 Meter. Und dann haben wir eine Fahrbahn, 30 km/h vom Krankenhaus auch in Schrittgeschwindigkeit. Also das heißt, dort, wo wir diesen kombinierten Gehweg, Radweg haben, wächst kein Grashalm. Hauptsache wir haben den dort, aber kein Grashalm wächst. Das Grün haben wir dort dem Krankenhaus Mödling zu verdanken, das im Bereich der Parkplätze hier Bäume gepflanzt hat. Dafür recht herzlichen Dank. Und vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir diesen kombinierten Gar- und Radweg etwas einschränken und dort vielleicht ein paar Sträucher pflanzen. Das wäre für mich ein großes Anliegen. Die letzten Gerüchte, die ich gehört habe, sind jene, dass es da Bestrebungen gibt, den Freiheitsplatz autofrei zu machen. Die Älteren unter Ihnen, unter uns, kennen ja das noch damals, wo man vom Badstraßendurchbruch gesprochen hat, der Gott sei Dank gestoppt worden ist. Für eine Badstraßenunterführung hat uns bis jetzt das Geld gefehlt und es fehlt weiter das Geld. Was vielleicht Sinn machen würde, einen Freiheitsplatz, was ja schön wäre, autofrei zu machen.
Nach den derzeitigen Bedingungen schaut es aber so aus. Erstens, 6.000 Kfz-Bewegungen pro Tag wären umzuleiten. Das bedeutet, Jakob-Thomas-Straße, Chefweg, Neugasse, Grenzgasse, Lerchengasse, Skriberli-Gasse, Schürfgasse und schon in der Schillerstraße beginnend. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in diesen Straßenzügen wohnt. Aber beachten Sie, dass in der nächsten Wahlbewegung, Gemeinderatswahl in einem Jahr, wer das verlangt, wer das fordert und was es für Sie, speziell in der Umschichtung dieses Verkehrs, bedeutet, das sind in der Woche auch immerhin zwischen 30.000 und 40.000 Pkw, Lkw-Bewegungen. Gehen wir zurück zur Frage des Bauens, was hier in Mödling sehr sensibel ist und wir haben im vergangenen Jahr auch einiges dazu gesagt. Vergessen wir nicht, und das ist nach wie vor so, Mödling ist Mitglied der Wiener Walddeklaration. Mödling umfasst 10 Quadratkilometer, so groß sind wir. Und ich sage immer, das ist ungefähr das Vierfache vom Fürstentum Monaco. Mehr als die Hälfte ist Wald, Wiese, Weingärten, Parks, Grünflächen und private Gärten. Wir haben das auch bei unserer Homepage ausgewiesen. Und erst unlängst wurde bekannt gegeben, österreichweit, welche zwei Bezirke in Österreich die geringste Bodenversiegelung aufweisen. Das sind die Bezirke Baden und Mödling. Also das heißt, das Äquivalent zwischen Grünland und Bauland ist in Mödling seit 40, 50 Jahren unverändert. Wir müssten, sollten wir einen Quadratmeter Bauland widmen, ein Quadratmeter Bauland dann in Grünland umwidmen, damit das passt. Vor 2, 3 Jahren haben wir insgesamt, und das gilt bis heute, 6.000 Quadratmeter Bauland eingespart. Das gilt bis heute so. Und wir haben nicht von ungefähr, auf das sind wir sehr, sehr stolz, den Baukulturpreis 2022 bekommen. Da geht es jetzt nicht darum, wer hat die schönsten Gebäude, wer baut am besten und um, sondern es ist eine Gesamtsicht der Dinge in ganz Österreich, wie man mit Grund und Boden, Ressourcen umgeht. Da gehören wir zu den 4 Gewinnern, das gab ja 1, 2, 3, 4, zu den 4 Gewinnern von Österreich. Auf das können wir sehr, sehr stolz sein. Im Bereich der erneuerbaren Energie haben wir schon vor Jahren einen Meilenstein mit dem Biomassewerk gesetzt. Was die energiepolitischen Überlegungen anbelangt, darf ich auch unserem Stadtrat Otto Rescher sehr, sehr großes Dankeschön sagen. Wir fördern kaum wie eine andere Stadt die Photovoltaik und wir haben zur besseren privaten Energienutzung auch Energiegemeinschaft gegründet. Wir machen sogar aus dem Gefälle unseres Trinkwassers Energie. Im Brisnitztal kann sich jeder anschauen, der es vielleicht noch nicht kennt. Und zurzeit prüfen wir die Energiegewinnung über die Gase im Klärschlamm, in unserer Kläranlage, Biomethan in Erdgasqualität. Einmal mehr gilt, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Danke, Franziska Olischer, auch Kollege Gilli seitens der Kläranlage. Energiesicherheit ist unser oberstes Ziel für die Stadt Mödling. Betreffend der Mödlinger Wirtschaft haben wir uns auch sehr, sehr gut gehalten. Herzliches Dankeschön, Gerd Sambauer, für deine Aktivitäten. Wir haben kleinstrukturierte Handelsbetriebe. Die Ausnahme ist die Knorr-Bremse mit jetzt fast 800 Arbeitnehmern. Und gleichwohl es so ist, und ich habe zuerst darauf hingewiesen, 3,5 Kilometer entfernt ist die Shopping City Süd, die wir allerdings nicht, weil der Hannes Fels auch da ist, was mich freut, nicht jetzt als Konkurrenz, soweit wir es sehen, sondern es ist ein Mitbewerb. Ein Mitbewerb, der eine deutliche Sprache spricht, auf die wir und auf die Geschäftsleute in Mödling sehr, sehr stolz sein können, wie sie sich halten. Wir haben die geringste Leerstandsquote aller Städte Österreichs. Ein herzliches Danke an unsere Unternehmerinnen und Unternehmen. Gleichwohl wir natürlich merken, dass der Onlinehandel uns auch zusetzt. Also bitte, sehr geehrte Damen und Herren, weniger Amazon, mehr im Ort kaufen.
Und trotzdem, erst jetzt in der Adventzeit wurde ich hier von einigen unterschiedlichen Persönlichkeiten angesprochen, habe E-Mails bekommen und trotzdem, dem einen oder anderen geht immer etwas ab. Da gibt es gute Tipps an die Stadtverwaltung, was man alles machen könnte. Nicht? Die Politik ist für die Rahmenbedingungen zuständig, aber sehr geehrte Damen und Herren, nicht fürs Tun, auch nicht für Bespaßungen. Wem eine Diskothek fehlt, sperrt eine auf. Wem Schuhgeschäfte fehlen, sperrt eines auf. Wem ein Trachtengeschäft fehlt, sperrt eines auf. Wem zusätzliche Punschhütten am Schrannenplatz fehlen, sperrt es eine auf. Wem immer was fehlt, sperrt es auf. Herzlich willkommen. Das Motto heißt Unternehmen statt Unterlassen. Und das führt uns auch zum gesellschaftlich-kulturellen Bereich der Stadt. Nach der Pandemie sind wir zu unseren großen und tollen Festen zurückgekehrt. Und weil gestern der herzliche Empfang war, der Mödlinger Fasching, danke dem Förderungsverein, der Mödlinger Fasching ist ein Aushängeschild der Festkultur, nicht nur in Mödling, sondern auch in Niederösterreich überhaupt. Ich komme zum Weinfest. Wir haben sicher das schönste Weinfest Österreichs. In diesem tollen Museumspark ein Selbstläufer. Und auch ist auch ganz interessant, wir haben dort, wenn es der Weinbauverein, glaube ich nicht so gern zugibt, auch 40.000, 50.000 Leute, Besucher, schätze ich einmal während dieser 10 Tage. Interessant für mich als Bürgermeister, dass wir dort noch nie ein Parkplatzproblem hatten, weil anscheinend alle so vernünftig sind, zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wir haben wieder einen groß angelegten Kultursommer gehabt, wofür ich mich herzlich bedanke. Wir haben Auslastungsquoten jenseits von 90%, während oft im Parlament Jammereien sind, ja, 50% ist das neue 100, schaffen wir es mit einem vielfältigen Programm, auch Besucherinnen und Besucher aus nah und fern in unsere Stadt zu bringen, ist auch mittlerweile ein Tourismusfaktor geworden. Dafür darf ich mich ebenfalls für diese Aktivitäten herzlich bedanken. Und seit dem vergangenen Jahr, und weil der Dragan Brockschen, darf ich auch namentlich nennen, hier ist, auf seine Initiative mit den Freunden ÖVP Schöffelstadt geht es zurück, gibt es auch wieder ein traditionelles Martinsfest. Während andere meinen, die Nikolaus unsere Bräuche verstecken zu müssen, haben wir an unsere Traditionen angeschlossen. Und im vergangenen Jahr, bitte, der Adolf Alenter hat die Kipferl zählt, die wir ausgegeben haben, an die 1000 Kipferl wurden verteilt. Also das heißt, um die 1000 Leute waren bei diesem Martinsfest, waren in St. Gottmar. Ein herzliches Dankeschön für dieses Lebenszeichen an aktiver Kultur. Danke, Dragan, mit deinen Leuten auch. Für den Advent in Mödling darf ich mich sowieso recht herzlich bedanken als Haushofzeremonienmeister Michael Danzinger. Ich darf mich herzlich bedanken bei den Vereinen. Ich habe es einmal vor ein paar Jahren aufgezählt. Also im letzten Register um die 300 Vereine gibt es nach wie vor in Mödling. Ich habe gesagt, da muss kein Fahrt sein. Jeder Verein freut sich auf aktive Mitglieder. Herzlichen Dank, was die Blaulichtorganisationen anbelangt. Kirchen, politische Parteien, ja. Und ich darf auch sagen, dass wir im Mödlinger Stadt- und Gemeinderat ein kollegiales Verhältnis haben. Nicht manchmal so abschreckend wie bei uns im Hohen Haus, wo du denkst, wo sind wir denn da? Also für dieses Niveau, das wir im Mödlinger Gemeinderat haben, bei 6 Vertretern unterschiedlichen Parteien, darf ich mich bei den Kollegen und Kollegen, die hier unsere Gäste auch sind, herzlich bedanken. Und ich darf mich als allererstes, und ihr habt das Verständnis, mich bei den Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, bei der Mödlinger Volkspartei, herzlich bedanken mit meinem Freund und Klubobmann an der Spitze, Regierungsrat Martin Zeiner. Herzlichen Dank für deine Freundschaft und für all das, was du hier einbringst.
All das, was Sie spüren, sehr geehrte Damen und Herren, Energiepreise werden höher, so langsam geht es wieder runter. Was Sie an Zinsen und spüren, spürt natürlich die Stadtgemeinde Mödling total. Wir werden versuchen, 2023 mit einer schwarzen Null abschließen zu können, aber die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr enge geworden für die Budgets. Wir werden auch versuchen, all das, was wir hier geleistet haben und leisten, aufrecht zu erhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit und bitte passen Sie in Ihrer politischen Wahrnehmung auf bei all jenen, die Ihnen großartige Dinge für die Zukunft versprechen. Glauben Sie es nicht, es ist das Geld nicht da. Wir versuchen das zu stabilisieren. Ich darf mich auch recht herzlich beim Finanzminister und beim Bund bedanken, lieber August. Der Bund, der in dieser Situation sehr, sehr an der Seite auch der Gemeinden ist, wo ich dankbar bin, mich als Bürgermeister der 23 größten Stadt Österreichs aktiv einbringen zu können. Und einer, der dieses Grundstück immer wieder aufs Neue schafft, nach dem Ferdinand Ruf, ist der Peter Maschert. Lieber Finanzreferent, ein herzliches Dankeschön für deine großartige Arbeit. Noch etwas Aktuelles, weil ich sehe in Slatschan, Erzpriester, sehr herzlich willkommen. Liebe orthodoxe Freunde, herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Weil es hat ja geheißen, der Bischofsvikar ist da, von Seiten der Vertreter der katholischen Kirche. Danke auch, dass hier Pfarrgemeinderäte sind, mit der Heidi auch an der Heidi Wimmer an der Spitze, weil nicht nur in der Schöffelstadt, sondern insgesamt hat uns die Frage sehr berührt, wie es mit St. Michael und Herz Jesu weitergeht und daher auch ein offenes Wort des Bürgermeisters an dieser Stelle. Als Herz Jesu in dieser Form errichtet worden ist mit der neuen Kirche, waren in Mödling 1970 18.500 Katholiken zu Hause. Bei einer Wohnbevölkerung von ca. 22.000. 18.500 Katholiken. Wissen Sie, wie viele Katholiken Mödling zurzeit zählt? 8.400. Und da ist es natürlich auch für die Kirche und für all jene nicht sehr leicht, Dinge aufrechtzuerhalten, weder im Baulichen noch im Personellen. Bei St. Michael dürfte es so ausschauen, dass hier die rumänisch-orthodoxe Kirche großes Interesse hat, diesen, ich sage auch Mehrzwecksaal für die Gemeindemitglieder zu übernehmen, wo ich auch mit dem Generalvikar darüber gesprochen habe, mit dem Bischofsvikar, dass man neben den Gottesdiensten auch die Möglichkeit beibelässt, dass sich unsere Gemeindemitglieder auch in weltlichen Dingen nach wie vor dort treffen können, ihre Veranstaltungen machen können. Herz Jesu ist ein bisschen komplexer. Herz Jesu wird, so wie es ausschaut, und es ist auch gewollt, aus einem Guss wahrscheinlich angeboten werden wollen, seitens der Kirche. Und eines habe ich mündlich, also schriftlich abgegeben an die katholische Kirche. Für die Stadtgemeinde Mödling ist der Erhalt, der architektonische Erhalt der Kirche mit Kirchenturm unabdingbar. Und wir gehen davon aus, dass der Maria-Theresien-Saal und der Kommissar Karl Lang sich auch, der durfte in der aktiven Zeit mit Harald Globacek auch sehr viel finanzielles beitragen. Und wir gehen davon aus, dass uns der Maria-Theresien-Saal geschenkt wird. Und wenn diese zwei Parameter, wofür Generalvikar und Bischofsvikar absolutes Verständnis haben, wie Sie das jetzt mal sehen, wenn diese zwei Parameter eingehalten werden, dann werden auch wir, da darf ich für den gesamten Gemeinderat sprechen, auch als Widmungsbehörde uns Ihre Gewünsche einmal anhören. Weil die Widmung lautet auf
Kirche Herz Jesu. Und um etwaige Änderungen herbeiführen zu wollen, benötigt der Stephansplatz die Zustimmung des Gemeinderats der Stadtgemeinde Mödling. Und ich weiß, dass hier alle Gemeinderäte an einem Strang ziehen, dass nur das Beste für die Gemeinde, für die Schöffenstadt dabei herausspringen wird. Wir leben in einer Stadt, für die wir von vielen beneidet werden, und es ist wie immer so, die, die zu uns kommen, manchmal schätzen sie es mehr als die, die in Mödling vielleicht leben. Wir werden beneidet aufgrund unserer Lage und Schönheit, unserem Bildungsangebot. Recht herzlichen Dank an alle Direktoren, Rektoren und die im Lehrberuf tätig sind, die heute hergekommen sind. Ihrem kulturellen, sportlichen, gesellschaftlichen Leben. Mödling hat es verdient, sich zu engagieren und sich einzubringen. Es lebe unsere Heimatstadt Mödling, es lebe unser Bundesland Niederösterreich, es lebe die Republik Österreich und Ihnen viel Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr 2024. Herzlichen Dank für deine mitreißende, informative und äußerst pointierte Ansprache. Nichts anderes sind wir von dir gewohnt und haben wir erwartet. Herzlichen Dank. Ich darf noch drei Begrüßungen nachholen. Es ist in der Zwischenzeit unser Stadtpfarrer, dächernd Magister Adolf Valentler, zu uns gekommen. Es ist unser Ehrenringträger Ingenieur Otto Pfersche gekommen und ich begrüße auch alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Mödlinger Stadtparlament, die jetzt eingetroffen sind. Herzlich willkommen auch den Kollegen von SPÖ und NEOS. Ein aufrichtiges Willkommen. Vorerst müssen wir Vorlieb nehmen mit einem wunderschönen und eines der schönsten Lieder der Beatles. Here comes the sun. Lieber August, um deine Ansprache bitten. Meine sehr geschätzten Fest- und Ehrengäste,
Liebe Freundinnen und Freunde der Mödlinger Volkspartei, meine sehr geehrten Damen und Herren der Stadt und der Umgebung von Mödling, Herr Bürgermeister und lieber Kollege aus dem Nationalrat, lieber Hans-Stefan Hintner, zum ersten Mal herzliche Gratulation zu deiner Ansprache. Das zeigt doch ein wenig, wie die 23. größte Stadt in dieser Republik auch sozusagen geführt wird, was alles an Guten geschehen ist. Und ich werde dann später darauf noch zu sprechen kommen und wie es manchmal auch gesehen wird. Wir sehen ja gar nicht mehr das alles, was alles tagtäglich an positiven Dingen passiert. Man ist oft von negativen Einflüssen behaftet oder informiert. Und ich glaube, wir sollten dieses Jahr 2024, zu dem ich Ihnen und euch allen alles, alles Gute wünsche, vor allem Gesundheit, persönlichen Erfolg und auch viel Glück, ich glaube, wir sollten beginnen, auch das Positive und diese Elemente auch wieder in den Vordergrund zu rücken und nicht leichter über das zu jammern und zu diskutieren und zu reden, was herausfordernd ist, was vielleicht auch Problemfelder sind. Aber eins kann man sagen, ich bin jetzt hergefahren da vor 8:30 in der Früh aus meinem Heimatbezirk Schering, aus meiner Heimatgemeinde Siegerting, das misst 870 Einwohner, ja. Also auch das gibt es in dieser Republik. Und wenn man da durch dieses wunderbare Land fährt, dann kann man sich doch nicht des Eindrucks verwehren, als ob wir in einem Land leben würden, wo ich sage, wir können uns weder das noch das leisten. Das stimmt einfach nicht. Es ist ein falscher Realitätsbefund, der hier vielerorts auch gegeben wird. Und ich glaube, wir sollten optimistisch in dieses 24er Jahr auch gehen. Es ist jetzt schon von der Vizebürgermeisterin angekündigt worden, Superwahljahr. Ja, natürlich haben wir ein Superwahljahr nicht nur in unserer Republik, sondern weltweit. Es ist das 24er Jahr eines, das wird sich erst 2048 wiederholen. 4 Milliarden Menschen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, ist aufgerufen, an Wahlen teilzunehmen. Die größte Demokratie auf unserer Erde, Indien, dort wird gewählt, da ist alleine 1 Milliarde wahlberechtigt. Dann wird sich Putin, das ist die Frage, ob man das als Wahl einstufen kann, aber es wird so genannt, jedenfalls findet das im Frühjahr statt, als eine Art Bestätigung des dort diktatorisch herrschenden Präsidenten. Amerika wählt auch Präsidentschaftswahlen, da wird sich entscheiden, wer wird es, bleibt es Biden oder wird es doch wieder der Trump oder kommt doch noch eine dritte Person ans Ruder. Immerhin sind das die ehemaligen oder die beiden Weltmächte, so wie wir aufgewachsen sind, waren sie es zumindest noch. Dann haben wir Kriegssituationen im Nahen Osten, in Israel und leider auch nach wie vor auf europäischem Boden. Und ja, auch wir wählen gleich mehrmals. EU-Wahl, Nationalratswahl, da dürfen sich alle beteiligen, dann wählen Bundesländer wie Vorarlberg und Steiermark, Arbeiterkammer wollen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also es geht rund in den nächsten Monaten. Und genau deshalb ist es wichtig, dass man auch da die Dinge so bewertet, wie sie auch sind. Und Wahlzeiten sind nicht immer jene Zeiten, wo die Intelligenz im Vordergrund steht. Das wissen wir. Sondern da herrscht auch ein ordentliches Ausmaß an Populismus. Und mir ist aber wichtig, um was geht es denn in einem solchen Wahljahr? Was haben wir gemacht? Was ist die Bilanz? Und wo wollen wir hin? Was ist wichtig für uns? Und die Bilanz, die ist nicht so umfangreich wie die der Stadtgemeinde Mödling. Aber ich würde aber sagen, sie ist herzeigbar. Wir haben in dieser Legislaturperiode, die 2019 begonnen hat, auf Bundesebene, also ich kann mich nicht erinnern, auch in den Geschichtsbüchern nicht, da muss man zurückplanen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs oder zumindest bis zum 55er Jahr, dass es eine herausfordernde Zeit gegeben hat, als die in den letzten Jahren. Mit einer Pandemie, mit Krisen aller Art, mit Dingen, die man zu bewältigen hatte, die man so nicht gewohnt war in unserem Leben und das einfach dazugekommen ist. Und ich würde mal sagen, dort wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Wir sind nicht perfekt und wir haben sicherlich Fehler gemacht.
Das ist keine Frage, aber wir haben gearbeitet. Wir haben gearbeitet und haben uns redlich bemüht, das Beste für die Menschen in diesem Lande auch zu erwirken. Und wenn man sich das nicht anschaut, insgesamt, dann steht Österreich nach wie vor sehr gut da. Wir haben anscheinend in einer Studie kommt ja das zum Ausdruck und das freut mich, ja, weil ich bin eigentlich ein sehr humorvoller Mensch und es gibt eine Studie, wo die europäischen Länder abgefragt wurden, natürlich die Bürgerinnen und Bürger, und wir sind anscheinend die glücklichsten Menschen in Europa. Man sieht es zwar nicht einmal, wenn man durch die Straßen und Gassen geht, aber ja, wir sind die glücklichsten Menschen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir den zweitmeisten Konsum haben in Europa. Also, es ist ja so, dass die Leute einkaufen, hoffentlich auch wieder Schuhe und in Diskotheken konsumieren können, auch wie möglich. Aber es ist schon so, dass die Menschen eigentlich eine Kaufkraft haben, mit der sie auch den Konsum ankurbeln können. Und das ist doch wichtig. Weil Glück hat man ja dann, wenn man sich das, was man sich wünscht, auch bekommen kann. Und das dürfte in Österreich noch einigermaßen funktionieren. Und daher halte ich es für wichtig, dass man das auch in den Vordergrund rückt. Und wie ist das gegangen? Ja, indem schon Maßnahmen gesetzt wurden, dass die Kaufkraft in diesem Land erhalten geblieben ist. Sie ist nicht nur erhalten geblieben, sie wurde sogar gesteigert. In ganz wenigen Ländern weltweit war das in den letzten Jahren nur möglich. Wie ist das gegangen? Indem natürlich Steuern und Abgaben gesenkt wurden. Oder Steuern gar nicht eingehoben werden, wie die goldene Progression. Es ist zwar ein Unwort, ich weiß das, wir wissen gar nicht, was das ist. Es ist auch eine Kalt- und Progressionsschiene nicht erklärbar. Faktum ist, dass den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern heuer 3,6 Milliarden Euro mehr in den Geldtaschen bleiben. Das ist bei der Durchschnittsverdienst ein Tausender im Jahr. Jetzt kann man sagen, ein Tausender, ist das viel, ist das wenig. Ich würde mal sagen, es ist ein angemessener Beitrag, den hier sozusagen, der hier den Menschen gelassen wird und nicht mehr zuerst einkassiert wird und irgendwann wieder zurückgenommen wird. Und wir haben solche Dinge gemacht wie die Familie, weil Kinder, egal, Gott sei Dank sind auch die beim Neujahrsempfang mit dabei, Valorisierung der Familie und der Sozialleistungen, das Geld bleibt automatisch bei den Menschen. Und wir haben auch unsere soziale Verantwortung wahrgenommen, ich nenne nur ein Beispiel. Die Mindestpensionen in diesem Land sind in den letzten zwei Jahren um 20% angehoben worden. Im Übrigen liegen an der bayerischen Grenze. Deutschland, unser großer Wirtschaftsmotor, ohne den ja Österreich auch zu stottern beginnt. Also wenn ich über Grenzen umschaue, dann haben die Hälfte der Erhöhungen in diesem Bereich. Und von den langen Gehaltsabschlüssen rede ich gar nicht, die wir in diesem Land haben, geschweige denn auch eine Pensionserhöhung mit fast 10%. Viele fragen, um Gottes Willen, können wir uns das eh noch nicht leisten? Das ist eine gute und auch eine berechtigte Frage. Ja. Aber in Zeiten, wo einfach auch die Wirtschaft Unterstützung braucht, wo es um die Kaufkraft der Menschen auch geht, ja, sind wir angehalten von der Politik, auch hier diese Maßnahmen zu setzen. Und ich glaube, es gibt kein vergleichbares Land mit einem derartigen Niveau bei Gehaltsabschlüssen, bei Sozial- und Familienleistungen und auch bei Entlastungsmaßnahmen, die für die Bürgerinnen und Bürger gesetzt wurden und das Geld natürlich auch dort ankommt, wo es der Konsum und die Kaufkraft auch beweist. Also meine Bitte, einfach die Dinge so zu benennen, wie sie sind, man muss nichts dazu da, man soll da auch nicht zu viel wegtun und ich bin einfach ein Freund von dem, wir sagen im Infield, was wächst, das hat's und so würde ich auch die politische Landschaft gerne bewertet haben. Aber jetzt wissen wir natürlich, dass es den Menschen in diesem Lande auch zu Recht wichtig ist, wo steht denn ins Haus? Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Es hat 66 schon einen Wahlkampfsong gegeben beim Kanzler Klaus. Wer die Wahl hat, hat die Wahl, doch gewiss nicht dieses Mal. Obwohl es war immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so sein. Es ist natürlich eine Qual für die Bürgerinnen und Bürger auszuwählen aus den politischen Parteien, die sich zu dieser Wahl stellen. Das verstehen wir schon. Und natürlich ist es wichtig zu sagen, wo wollen wir denn hin? In den nächsten Jahren. Und ich sehe es ja so, dass wir eigentlich einmal den Standard, den wir haben, absichern müssen. Das glaube ich ist einmal das Wichtigste. Wir haben einen Wohlstand,
den es in anderen Ländern bei weitem nicht gibt. Und da rede ich aber nicht von dritte Weltländern, sondern da rede ich auch von europäischen Ländern, da rede ich durchaus auch von Nachbarstaaten von uns. Wir waren vor kurzem in Athen, Herr Bürgermeister, mit einer Abordnung unserer Mandatare aus unserem Club. Und da haben wir eine Reisebegleiterin gehabt, die sich ihren Brotberuf Lehrerin, Vollzeitlehrerin, das muss man schon dazu sagen, ja. Also die hat Vollzeit immer als Lehrerin gearbeitet. Und das höchste Nettoeinkommen, das diese Frau jemals hatte, inklusive Mehrleistungsstunden, waren 930 Euro netto in einem Monat. Bei uns ist sie Wuss auf einmal still geworden, weil ich sie gebeten habe, sie möge das durch das Mikrofon sagen, habe ich doch auch mächtige Gewerkschaftsvertreter mit im Bus. Und das ist eine europäische Hauptstadt. Griechenland war Ursprungsland auch der, oder nicht, Begründungsland auch damals der Europäischen Gemeinschaft. Und jetzt ist dort auch das Leben nicht so. Also wir sind da ganz fest mitgegangen und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass sich die Griechen gar nichts leisten können. Aber es ist ein völlig anderer Standard. Und das habe ich auch gehört, wie wir dann zurückgekommen sind im Flieger, gelandet in Schwächert. Übrigens, ob ich zur Ausbruch, wann zur Ausbruch, Flughafen bummvoll. Das sind nicht nur Geschäftsleute, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, zumindest, wenn man es so sagt, dann Gepäck und Kleidung. Und wenn man dann wart auf dem Koffer, dann hört man so nicht von meinen Mitgliedern im Parlament, sondern einfach von der Bevölkerung. Na, schön war es, wo wir waren. Es war ein toller Urlaub. Aber Gott sei Dank sind wir wieder dabei. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Auszeichnung für dieses Land. Und das sollten wir uns da halten. Über alle Parteigrenzen hinweg. Und wir von der Volkspartei, wir haben drei große Themenbereiche, die ich nur kurz anstreife. Das ist Leistung, Familie, Sicherheit. Wir müssen ein Land der Leistung bleiben, weil ohne Leistung werden wir uns den Wohlstand nicht erholen. Und ob eine 32-Stunden-Woche da das richtige Rezept ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und wir müssen aufhören, dass wir so alle gehen nur halbtags arbeiten und dann tut es. Wenn man nicht kann, wenn man Pflichten hat in der Kinderbetreuung oder auch in der Pflege, dann ist ja das selbstverständlich. Aber was ich schon langsam nicht mehr verstehe, ist, da können Leute ja, und ich wisse das nicht am Alter, es gibt ganz viele junge Menschen, die tüchtig und fleißig sind, wie Herr Kreisler, da haben ganz viele Menschen jung zu arbeiten begonnen, nicht mehr in der Vollzeit. Das geht halt mit 40, 50 dahin. Es gibt auch die Wahlfreiheit. Niemand wird den Menschen vorschreiben, wie und wie lange sie zu arbeiten haben. Ich stelle nur fest, wenn das immer mehr wird, wird es schwieriger werden, den Wohlstand zu erhalten. Das stelle ich fest. Und daher glaube ich, ist es wichtig, und wir müssen uns auf unsere Familien schauen. Die Familien sind unsere Zukunft. Ohne Kinder haben wir keine Zukunft. Und wir sollen schauen, dass es möglichst viele Kinder auch in den eigenen Reihen gibt. Auch bei uns in Österreich. Wir sind mittlerweile auch ein Land der Zuwanderung geworden, die notwendig geworden ist. Brauchen wir Arbeitskräftemangel hernehmen in vielen Branchen. Sonst wäre es gar nicht mehr möglich, dass wir uns den Wohlstand erhalten. Daher, Kinder braucht das Land und ohne Kinder gibt es keine Zukunft für dieses Land. Und 2000 Euro Familien von uns so viel Leid. Und die Gemeinden und die Städte, da geht es auch um die Kinderbetreuung und ja, wir haben uns auch weiterentwickelt im 21. Jahrhundert. Das ist nicht mehr so, wie wir aufgewachsen sind, dass in alle Wohnungen oder Häusern jemand da war zur Kinderbetreuung. Nein, wir brauchen diesen intensiven Ausbau. Wenn wir wollen, dass beide Elternteile auch ab einer gewissen Zeit wieder vollständig auch einer Arbeit nachgehen, dann müssen wir die Kinderbetreuung ausbauen. Und diese 4,5 Milliarden in den nächsten Jahren, die werden erstens kommen und sie sind zweitens sehr gut investiert in die Betreuung unserer Kinder. Und das ist eine wichtige Ansage und ein zukunftsweisendes Signal für unsere Familien und vor allem für unsere Kinder, weil sie unsere Zukunft sind. Sicherheit ist, danke,
Sicherheiten, dass die Polizei da ist. Und natürlich nehme ich auch alle Blaulichtorganisationen mit hier ins Boot. Im Übrigen auch die Vereinslandschaft, das bietet soziale Sicherheit in unseren Städten und Gemeinden, wenn wir ein funktionierendes Vereinsleben haben. Aber diejenigen, die wirklich dafür zuständig sind, ist natürlich unsere Exekutive, ist natürlich die Polizei, Bundesheer mit den Blaulichtorganisationen. Und wir wollen in einem sicheren Land auch in Zukunft leben. Und dafür werden wir sorgen, dass es das auch gibt. Und da gibt es Grundregeln, die einzuhalten sind. Wir wollen keine illegale Zuwanderung. Und wir wollen vor allem, wenn jemand zuwandert, dass man sich an unsere Regeln auch hält. Und das schon ein Nikolaus geht. Seit Jahrzehnten in aller Freundschaft auf und das tun wir und sie begleiten uns auch. Man muss aber das Positive hier vorstreiten, dass wir ganz viele Menschen haben, die uns das Essen servieren in die Wirtshäuser, die als Reinigungskräfte tätig sind, die mittlerweile auch bei uns in Hightech-Berufen arbeiten, weil wir das auch brauchen. Aber wir erwarten uns, dass man sich an unsere Gegebenheiten anpasst. Wir sind Österreicherinnen und Österreicher und das ist das Land Österreich. Wir haben eine Kultur, eine Tradition und das erwarten wir uns auch, dass das von jenen Menschen eingehalten wird, die zu uns kommen und die vor allem auch bei uns bleiben wollen. Wahlgängen, meine Damen und Herren, ich halte da keine Parteirede nicht, weil auch die politischen Mitbewerber anwesend sind, das zeichnet auch die Stadt Mödling aus. Aber eines möchte ich sagen, und ich glaube, da sind wir schon auch in einer großen Anzahl aufgerufen, das auch zu unterstützen. Es geht um die politische Mitte in diesem Land, die wieder gestärkt werden muss. Es wird gefährlich werden, wenn nur noch Extrempositionen und Entwicklungen an den politischen Rändern hier Mehrheiten bekommen. Wir brauchen diese politische Mitte, damit man, und mir ist es egal, wie das bezeichnet wird, viele sagen, der normale Alltag, die normalen Menschen, ich weiß schon, dass das schwierig ist. Und ich weiß, dass man das auch anscheinend nicht mehr sagen darf. Aber es geht uns darum, dass die Leute, die in der Früh aufstehen, die sich um die Kinder oder um Pflegebedürftige kümmern, die dann einer Arbeit nachgehen, wenn möglich auch nur Vollzeit, die sie am Abend dann in einem Verein engagieren, womöglich auch politisch tätig sind, damit das Gemeinwohl bei uns bleibt, dass das gesamte System auch funktioniert, das sind für mich schon normale Menschen. Und die muss man unterstützen. Und die zählen aus meiner Sicht auch zur politischen. Noch nie einen Kommunisten getroffen aus einem anderen Land, der gesagt hat, dem geht's gut. Und anscheinend haben wir vergessen, dass man in der ehemaligen DDR die Schreibmaschinen verboten hat. Dort wurden Menschen gefoltert und zum Teil auch getötet und man hat ihnen nur das Wesentlichste zum Leben gelassen. Die Wohnungen waren alle gleich groß und die Einkommen waren auch gleich hoch. Bis auf die, die in der Parteispitze tätig waren. Ich habe noch nie einen Kommunisten getroffen, der gesagt hat, dem ist gut gegangen. Und der Rechtsextremismus ist eine Gefahr für jedes Land und für die gesamte Gesellschaft. Und solche Ränder sollten wir nicht unterstützen. Solche Bewegungen sollten wir nicht unterstützen. Da sollte es auch einen Schulterschluss geben, aus der Mitte der Bevölkerung heraus und aus der Mitte auch unserer Gesellschaft heraus. Beides können wir nicht brauchen. Dass wir positiv in dieses Jahr gehen, dass wir zwar die Dinge beim Namen nennen, da bin auch ich bekannt dafür, ich werde das auch weiterhin tun, aber dass wir auch an unser Österreich glauben. Wir müssen das auch wieder stärker in den Vordergrund rücken. Wir leben in einem guten, in einem wunderschönen, in einem wunderbaren Land. Und lassen wir uns das doch auch von niemandem wegnehmen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen allen ein gutes, ein gesundes, ein erfolgreiches neues Jahr 2024 und erlauben Sie mir am Schluss, dass ich einen mir wirklich zum Freund gewordenen Kollegen, nämlich den Bürgermeister der Stadt Mödling, unseren Nationalratsabgeordneten Hans-Stefan Hintner,
auch natürlich, so wie es der Martin Schuster als Bezirksparteier am Motto, ich gratuliere jetzt nicht direkt, weil du wirst am 18. Jänner, die Videowest hat gesagt, es wird runde Geburtstage geben, wann der Herrgott dir das Leben schenkt, wäre ja auch am Hohenheuer, zwar nicht in den Tube gehst, sondern um eine Dekade dahinter, aber du wirst in wenigen Tagen deinen runden Geburtstag feiern. Du kannst auf ein ganz, ganz erfolgreiches politisches Leben mittlerweile auch zurückblicken und hoffentlich auch voraus. Du bist mir ein Freund geworden und wer das nicht weiß, da herinnen, da gibt es die Steigerung Freund, Feind, Parteifreund. Das gibt es in jeder Partei, wie wir täglich lesen können. Und Hans ist mir ein Freund geworden. Und dafür danke ich dir auch ganz, ganz herzlich. Und Bürgermeister haben immer das Herz am rechten Fleck, weil hätten sie es nicht, wären sie auch nicht Bürgermeister. Weil du bist dort direkt sozusagen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und lieber Hans, ich weiß, du bist nicht nur ein Kenner der Kultur, sondern du liebst die Kultur. Und nachdem ich Oberösterreicher bin und wir die europäische Kulturhauptstadt in Bad Ischl ausgerufen haben, im 24. Jahr, und du auch nach wie vor immer noch ein Fan von unserem Kaiser Franz Josef bist, der ja Ischl mit der Sissi vielmals bereist hat, habe ich da erstens mitgebracht, einen Zaunerstollen, weil du sollst natürlich auch den Genuss in den Vordergrund rücken und die Anreise von Mödling nach Bad Ischl, egal welches Verkehrsmittel du wählst, ich würde fast glauben, du gehst zu Fuß oder fährst mindestens mit der Bahn nach diesen grünen Errungenschaften, die du da in der Stadt Mödling alle ohne die Grünen auch zusammenbringst. Und jedenfalls der Zaunerstollen zum Genuss und eine Ischl-Card, wo du alles dir anschauen kannst, ist natürlich mit dabei. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib fit und gesund. Behalte dir deinen Humor, den wir unbedingt auch brauchen bei uns im Club. Ja. Man glaubt natürlich auch nicht, dass wir die glücklichsten Menschen in Europa sind. Und vor allem, bleib weiterhin erfolgreicher Bürgermeister auch in Mödling. Viele Menschen schätzen dich sehr. Ich bin der Meinung, es werden immer mehr. Und alles, alles Gute, viel Glück, Gesundheit und auch weiterhin Erfolg. Dein Clubobmann, du Schulter. Meine Damen und Herren, ein gutes neues Jahr. Danke dir. Lieber Clubobmann, herzlichen Dank, lieber August, für deine klaren Worte, aber auch für Worte, die tiefste Freundschaft zu unserem Bürgermeister bezeugen. Herzlichen Dank. Bevor wir nun die Landeshymne singen, möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Neujahrsempfanges beigetragen haben. Und eine ganz, ganz herzliche Gratulation aussprechen unserer Combo der Beethoven Musikschule, deren Premiere hervorragend gelungen ist. Bevor wir nun die Landeshymne singen, darf ich Sie noch ersuchen, dass Sie danach noch kurz sitzen bleiben. Es gibt dann noch einen kleinen Punkt, den ich noch nicht verraten möchte, wo aber der eine oder andere vielleicht schon grübelt, was es wohl sein könnte und vielleicht auch eine kleine Ahnung hat, was es sein wird. Ich darf Sie nun ersuchen, sich zum Singen unserer Landeshymne von Ihren Plätzen zu erheben. Thank you.
Am 18. Jänner feiert unser Bürgermeister Geburtstag. Lieber Herrn Stefan, es wurde dir schon mehrmals gratuliert. Ich habe es eigentlich nicht vorgehabt, weil ja der Volksmund sagt, vorab zu gratulieren bringt Unglück. Das mache ich aber trotzdem, weil ich denke, bei diesen vielen Wünschen, die du heute schon bekommen hast, kann gar nichts schief gehen. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Wir werden noch viel Gelegenheit haben, mit dir zu feiern. Von dem gehe ich einmal aus. Und ich sage jetzt nur, unglaubliche, bald unglaubliche 60 Jahre und kein bisschen leise. Und liebe Franziska, bitte bleib bei mir. Du hast wieder in einer unnachahmlichen, charmanten, kompetenten Art durch den Neujahrsempfang geführt. Ich darf mich bei dir recht, recht herzlich bedanken. Abgekriegt, zu sagen, es wäre halb so schlimm, das wäre gelogen, ich habe längst nicht immer nur gesiegt, die Pose hat darüber hinweggetrogen. Mag sein, er hing mir manchmal zum Hals heraus, den Wirbel, den ich manchmal machte, doch wenn ich ehrlich bin, ließ ich wenig aus, wenn es Schlagzeilen macht. 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Preise und doch 60 Jahre davon entfernt. Mitunter wäre ich gern abgehauen. Auf heißen Kohlen habe ich manches Mal gesessen. Dass ich dann blieb, war nicht immer Selbstvertrauen, aufs Gestalten und Helfen stets versessen. Ein dickes Fell, das hatte ich früher nicht. Ich hab's mir wachsen lassen. Es wuchs mir wie die Falten im Gesicht und die Sorge, etwas zu verpassen. 60 Jahre. Jahre klingt wie heute 40. Wach ich auf, es tut nichts weh. Du liegst mit manchen Vermutungen nicht richtig. Bis heute fasziniert mich jede neue Idee. Du sagst, die Zeit wäre eine andere geworden. Was soll ich von ihr halten? Bin in der Zeit des Aufbruchs geboren, um die Zukunft zu gestalten. 60 Jahre. Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Reise und doch 60 Jahre davon entfernt. Ankündigen, denn wir wissen, in der Politik
Das zweite ist ein ganz ein kurzes, aber das, was wir heute gehört haben, sollte für jeden gelten und alle sollten es berücksichtigen. Was kann er nix? Da ist der allerreichste Mann, dem anderen viel zu arm. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Im Namen unseres Bürgermeisters, im Namen der gesamten Mödlinger Volkspartei alles Gute und vor allem Gesundheit für 2024 wünschen. Genießen Sie noch vergnügliche Stunden unter Freunden und ich sage wie immer an dieser Stelle auf Wiedersehen und bleiben Sie uns gewogen.